Ja, steigt ein, Losers. Wir gehen ins nächste Gebiet. Ja. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind immer noch in der Coral-Region, aber nicht mehr lange, weil wir gehen jetzt mal und besuchen das nächste Gebiet. So, ich bin hier so ein bisschen durch die Gegend gerannt, habe noch eine Ecken hier so ein bisschen abgesucht, habe nichts gefunden, absolut gar nichts. Ich habe diesen Sandriesen hier und da mal gefunden, aber mit dem und Diablo hat sich aktualisiert und keine Ahnung, ist nichts passiert, keine Cutscene aufgeploppt, als ich mich den genähert habe. Ich bin sogar einmal in den Rhein gefahren und bin einfach durch den durchgefahren, nichts passiert. Und ja, die 1000 sind wir ja fertig fürs Erste, ne? Wir haben noch diese eine Quest mit diesen Kaktoren, aber die geht ja irgendwie nicht weiter im Moment, also müssen wir noch warten. Chat des Kampfsimulator abgeschlossen. Offscreen habe ich noch hier ein paar Minispiele noch mal gemacht. Hier diese ganzen Minispiele in Costa del Sol. Irgendwie haben jetzt neue Level gehabt. Hier diese Piratenparty, diese Schießbude. Habe ich den höchsten Level noch mal geschafft, weil irgendwie hat mir das noch gefehlt aus irgendeinem Grund. Wilder hat das ist das Minispiel mit Red 13 mit den Bällen. Da war jetzt irgendwie auch noch eine gegen eine Zeit-Herausforderung und ja, die habe ich auch noch gemacht. Habe nichts Besonderes bekommen, Platin Ohrring oder irgendwie sowas, was ich schon hatte. Also da war jetzt nichts Besonderes drin, aber die habe ich auch schon mal erledigt, ne? Gut. Und ja, jetzt gehen wir weiter, ne? Ich habe gerade gesehen, kann man Magie einsetzen im Dings? Aber wir sind alle voll. Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn wir im Dings sind, hier im Wagen. Aber okay, ja, wir sind ja fertig erstmal. Also gehen wir zum nächsten Storygebiet, ne? Ich bin da schon aus Versehen beinahe reingefahren in meine Offscreen-Erkundung, deswegen ist das hier schon so ein bisschen offen. Aber hier ist so ein Tunnel, da können wir durch. Ich nehme an, da gehen wir dann da durch und dann haben wir ja noch eine Menge irgendwie zu erkunden anscheinend. Oh Mann. Na gut, dann mal los. Ne, ich habe Red 13 und Eris in mein Team, weil die beiden haben so für die nächsten Gebiete ein bisschen Story-Relevanz. Deswegen gehen wir mal mit denen hier gerade, ne? So, ich gucke noch mal trotzdem ganz sicher. Wir haben alles hier erledigt, ne? Wir haben 5 von 5 Nebenquests, wir haben die 6 Kartenspiel, die Proto-Substanz-Quest. Da ist aber ein Haken grüner, also nehme ich mal an. Das bedeutet, wir sind da auch erstmal fertig, ne? Gut, ich gehe jetzt jedenfalls erstmal weiter, ne? Und dann gucken wir mal. Genau. Dieser Dschungel, wo wir hin müssen, das ist ein Gebiet, das eigentlich optional war. Da mussten wir gar nicht hin, eigentlich. Aber da konnte man hin, weil da gab es ein paar Sachen, noch ein paar. Keine Ahnung, da war schon irgendwie so ein bisschen Story-Relevanz drin in dem Gebiet. Ne? Das ist halt die Magie vom Original Final Fantasy 7. Ne? Voll viele Gebiete, voll viele Sachen sind irgendwie optional und sind irgendwie gar nicht Teil der echten Story. Ne? Und die kann man sogar einfach so skippen, wenn man möchte, ne? Aber ja, hier sind die wohl ein bisschen mehr Story relevanter, ne? Weil warum nicht, ne? Ich nehme an, das ist ein bisschen schwieriger zu programmieren, ne? Wie mit HD Grafik und all so was, ne? Deswegen ja, ist halt vielleicht ein bisschen, ich nehme an, früher war das einfacher zu programmieren, ne? So eine kleine Nebenbude hier irgendwo hinzupacken, die du vielleicht oder vielleicht auch nicht betreten musst, ne? Im Gegensatz zu hier, wo du ein ganzes Gebiet rendern musst und alles was, ne? Noch ein kleines Stück, dann sind wir in Gongaga. Gongaga? Ja. Gongaga. Okay, hier sind aber noch ein paar Sachen zum Erkunden. Ja, da hat Elvis schon direkt gesagt, oh. Ist das eine Haltestelle? Ist das eine Schokohaltestelle? Tun die Schokobos mich überhaupt hier? Kommen die überhaupt auf mich zu, wenn ich in dem Buggy rumfahre? Nee, nein. Oder nicht? Eigentlich. Was ist denn hier drin? Das sieht auch so aus, als könnte man da irgendwie rein, ne? Konnte ich vielleicht deswegen noch nicht weitermachen, weil ich das Gebiet noch nicht erkundet hatte oder so? Irgendwie so was, ne? Da, so, guck mal hier, was neu hier so ist. Warum kann ich da nicht rüber?
Weil wir müssen ja erkunden, ne? Na, lässt sich irgendwie eine Schatztruhe finden mit einer ultimativen Waffe oder so, ne? Und die habe ich dann verpasst und dann ärgere ich mich und dann nur dann quengel ich rum wie ein Baby. Gugu Gaga. Nee. So. Ja, es könnte auch sein, dass hier absolut nichts ist und dass ich hier jedermanns Zeit verschwende, ne? Das ist natürlich auch nicht so toll. So, Sandbank, Coral Küste. Wir sehen immer noch ein Coral anscheinend. Irgendwann muss ja mal so ein Gebiet wegzukommen, ne? Weiß nicht, kommt der Dschungel irgendwie so dazwischen? Ich weiß nicht, wie das so ablaufen wird. Kommen wir dann zur Gongaga-Region oder kommen wir zur Cosmo-Region? Oder das nächste Story-Gebiet ist eigentlich der Cosmo Canyon. Sieht man da vielleicht irgendwo was? Nee, ne? Aber ich nehme mal, da wurde hier in diesem Spiel so aufgebaut, dass man den Wald hier durchqueren muss, damit man überhaupt hier in der Story weiterkommen soll, ne? So, was ist hier? Flugplatz, so. Also. Ich hatte da ist das gesamte Gebiet hier. Lass mich rein, da sind Shinra und ich kann da nicht rein, ne? Ah. Oh. Also nur Klippen, wo wenn ich von da runter voll sterbe. Oh Gott. Warte mal in da drin. Oh, sehr genau umschauen. Wegen Schatztruhen, die sich hier überall verstecken könnten, ne? Das sieht voll so aus, das könnte irgendwie so ein Bosskampf oder so irgendwann mal passieren, ne? Boah. Boah. Kann ich da nicht hochklettern, Mann? Boah. Wie alle schon direkt wegrennen. So, oh, du willst ja durch? Okay. So intelligent die KI hier. So, mehr benutzbare Gegenstände, die ich irgendwie nie benutze. Ist auf eine Phönixfeder hier und da mal. Da gibt es ja irgendwas von Bedeutung, was meine Erkundung hier irgendwie belohnt. Irgendwas muss es doch hier geben, oder? Irgendwas. Komm schon. So eine Truhe. Ne? Ja, was da drin ist. Weil es voll weggesprungen so. Wow! Komm schon, boah. Dann alles so Gebiete, ne? Der hätte voll geil eine Schatztruhe dahinter verstecken können, ne? Ich wäre voll belohnt worden, dass ich genau danach geschaut habe. Okay, so ein großer Flugplatz und nichts hier zum Finden. Das ist ein bisschen enttäuschend. Wird es da bestimmt irgendwie mal geben. So, hier läuft doch bestimmt irgendwann so ein fetter Boss irgendwann herum, ne? Den ich plätten muss. Ist echt nicht. Ha, komm schon. Boah. Wo sind das? Na gut. Dann haben wir ja so, weil nicht 5 Minuten lang unsere Zeit verschwendet. Ja, ich gar nichts ist. Boah. Also er ist genau wie dieses eine Gebiet, das in Genshin letztens hinzugefügt worden ist. Sie haben ja irgendwie ja die Gebiet von Sumero und Fontaine haben sie jetzt irgendwie ja so verbunden. Haben sie ein neues Gebiet hinzugefügt mit der neuen Quest und all sowas, ne? Neue Sachen zum Erkunden. Und da gab es irgendwie diese Küste, die irgendwie so entlang Sumero ging. Und ich bin die ganze Küste mal abgelaufen und da war absolut gar nichts. Das ist voller Totenland gewesen. Was irgendwie komisch ist, weil normalerweise, wenn ein neues Gebiet hinzugefügt wird, muss ich mal kurz richtig hinsetzen, wenn ein neues Gebiet hinzugefügt wird, dann kommen immer irgendwie, weil nicht, dann platzieren die natürlich auch noch so Gegner hin, ein paar Rätsel hier und da, ne, Schatztruhen, was weiß ich. Aber da war gar nichts, da war nichts. Das sah irgendwie aus wie so ein Gebiet, das irgendwie nicht fertig programmiert wurde.
Und ich bin letztens über so ein YouTube-Video gestolpert, da hat dann auch irgendwie jemand angesprochen und ich bin nicht der Einzige, der dann aufgefallen ist. Also ich weiß nicht, ob die da planen, irgendwie was hinzubauen oder irgendwie so was, so ein paar Sachen hinzupacken. Aber da war absolut gar nichts. Ich bin ja die ganze Küste lang so 15 Minuten irgendwie so rumgelaufen, ne? Und da war nichts, da war kein einziger Gegner. Normalerweise findest du immer überall irgendwo ein paar Gegner, ne? Aber da war gar nichts, keine Schatztruhe, kein Rätsel, nix. Es ist, als wäre dieses Gebiet gar nicht da. Du kommst mit dem Buggy hier nicht weiter, ja, da oben, ne? Na, ich nehme an, da im Wasser ist jetzt nichts, ne? Na gut, dann, boah. Aber kann ich mal da rein, kann ich da reinschwimmen? Ja, ne? Kann ich da rein? Ja, ne? Boah, guck mal, Matthias. Das sieht aus, als wäre da irgendwas. Komm. Leute. Irgendwas. Irgendeine Waffe oder irgendwie sowas, ne? Versteckt. Ja, Ketzef hat noch nicht so viele Waffen, nehme ich an, ne? Muss doch irgendwas haben. Was hat ihr einen Damm? Gehe ich einfach rüber. Nehmt das, Biber. Ja, komm. Und da lädt doch gerade so irgendwie dazu ein, irgendwie da irgendwie so was hinzupacken oder so, mein Gott. Ich gebe noch nicht auf. Wenn es sein muss, gehe ich ja jede Ecke ab. Was gehen wir hier sowieso noch mal durchgehen, wahrscheinlich für mich selber, wenn ich ja fertig bin. Meine Räder schmacken voll ab. Ja. Na gut. So. Küste vor Coral. So, ich nehme an, hier gestern schon direkt nach Gongaga. Das ist voll der Albtraum für sie, ne? Wir sind in einem Auto und auf dem Wasser. Das sind gleich zwei Sachen auf einmal. Gongaga Region. Okay. So, oh. Erstmal Kujata. Kujata. War das auch eine Beschwörung in Final Fantasy 7, ja, ne? Das ist eine etwas, weiß ich jetzt nicht, exotischere Esper. Das ist nicht so ein typisches Esper, die du in jedem Final Fantasy Teil hast. Ich glaube, Kujata ist so ein Pferd oder irgendwie sowas, ne? Bin mir nicht sicher. Kommt in einigen. Ja, das ist nicht so ein, wie nennt man das? Wenn jemand irgendwie öfter auftritt irgendwo. So ein Stammgast, sag ich mal, das ist nicht so ein Stammgast unter den Espern. Aber okay, Kujata, was für ein Element könnte das denn sein? Ich glaube, Kujata ist irgendwie alle Elemente so ein bisschen, ne? Oh. Okay. Wir sind schon eiskalt im direkt neuen Gebiet. Ausgezeichnet. Die Gongaga-Region. Boah. Genau, ganz Gaga für diese Region. Okay. Nur eine Quest, wurde noch nicht freigeschaltet, ne? Wo denn? Da. Warte mal. Nicht in einen Frosch verwandeln lassen. Komm, das schaffen wir doch direkt hier beim ersten Mal, ne? Habe ich irgendwas, was mich... Ich habe einen Ring, der mich in einen Frosch verwandelt, glaube ich, ne? Weißt, wenn ich das einsetze, dann werde ich ja nicht verwandelt von denen, ne? Dann verwandle ich mich ja selber, ne?
Vielleicht sollte ich mir irgendwie mal so mich vorbereiten hier, ne? Kann ich dafür sorgen, nicht in einen Frosch verwandelt zu werden? Das klingt schon wieder irgendwie voll nervig. Habe ich irgendwie sowas? Habe ich überhaupt irgendwas, was mich irgendwie schützt von Zustandveränderung? Da, Weißumhang. Warte. Warte. Ja, mal eine Sekunde. Nein. Weißumhang. Kann ich davon 3 Stück kaufen? 2 Stück kaufen. Ich habe gerade gesehen, da war ein Shop. Tun wir uns den mal vorbereiten hier gründlich, ne? Oder kann ich diese intensieren? Also sonst nichts, weil ich für mein Geld hier anfangen soll, ne? Da gibt's ja, apropos, gibt's hier irgendwie was Neues mal? Warum nicht? Wo ist es? Weißumhang. Haben wir nicht. Okay, oh, guck mal hier, neue Sachen. Banditenreif. Warten wir mal erstmal. So, kann ich einen Weißumhang herstellen? 2 Stück. Okay, nein. Ach, da stehen die Effekte, mein Gott. Okay, ich weiß nicht, ob die auch auf meine Leute losgehen mit den Angriffen. Auf die Red. Wie auf meine. Oder ob das überhaupt zählt, wenn meine Leute irgendwie zum Frosch verwandelt werden, ne? Aber ich versuche jetzt mal so, ne? So, Schutzbit. Oh, okay. Weiß um so. Na, gucken wir mal. Ne? Versuchen wir mal. Wenn nicht, dann muss ich den Kampf halt nochmal machen auf Screen, ne? Ja, man kennt's ja. Kakophonie des Grauens. Deine Ungeheuer, kommt raus, wo immer ihr seid. Seltene, küss mich. Nein. Sorry, Mai. Seltene Küss-mich-Spezies identifizieren. Küss mich. Datenverzeichnis auf. Während der Fortpflanzungszeit ändern die Männchen ihre Farbe, um Weibchen anzulocken. Und genau jetzt liegt ein gewisses Knistern in der Luft. Um die Aufmerksamkeit der Sonne zu erhöhen, sagen. Nicht jetzt. Aha. Ja, ich kann nicht zu jemand anderem wechseln. Kann ich mal aufstehen, danke. Naja, wie lange bin ich? Küss mich doch, was? Nein, ich will einschläfern. No. Gut gemacht, Red. Oh, den Gegner muss ich auch noch schockieren, oh. Da muss ich so oder so noch mal hier rein anscheinend. Warte. Überlass das mir. So, Eis. Nein. Oh, komm schon. Okay. Machen wir noch mal. Mit 2 von diesen Dingern zu vermasseln. Ich soll mich vielleicht auch mal davon rausbewegen, ne? So, erstmal Analyse. Nein. Okay. Nein. Das ist ja doch nicht immer so oft eine. Schon gar nicht zu weit meine. Nein. Oh. Greif mich an. Na komm schon, mach doch Gefäß davon auf.
Ja, ich bin im Mona gegen, ne? Hast nicht gedacht, ne? So, den Gegner haben wir schockiert. Okay, ich finde das irgendwie nicht gut, dass du jetzt die ganze auch macht. Da guckt sich einer an. Oh Gott. So, ihr müsst mal hier mithelfen. Scheint also nicht zu zählen, wenn meine anderen Charaktere, falls sie überhaupt getroffen werden, die ganze Zeit. Alter, der tut da aber echt Spam die ganze Zeit. Nein, mein Limit ist fast voll. Red, nur schnell, der ist fast tot. Nein, ich werde Zeit nicht schaffen. Okay. Alles klar. Okay, gut, alle drei Sachen auf einmal geschafft. Gut. Ich weiß nicht, ob die ganze Zeit nicht mit... Wo ich glaube, Froschschlag tut die ganze Zeit nur in Frösche verwandeln, ne? Deswegen wurde ich vielleicht die ganze Zeit nicht getroffen. Wurden die nicht die ganze Zeit getroffen? So, war jetzt immer... ich will irgendwas anderes mal nehmen hier. Ich habe die ganze Zeit hier gesehen, ich bin mit was anderem hier rumgelaufen. Nehmen wir mal Reif der vollen Kraft, ne? Ich hatte die ganze Zeit so eine Immunität gegen Tod hier ausgerüstet. Ich nehme an, ich habe die mal ausgerüstet wegen den Todeskrallen da, man, wo wir die Kaktoren zum ersten Mal gesehen haben, ne? Weil ich nicht von denen getötet worden hätte. Okay. Gut, haben wir schon nur einen Kampf hier geschafft. Funktürme gibt es ja auch wieder, ist ja ein neues Gebiet. So, so. Macht ihr da hinten. Okay. Erstmal ausruhen und jetzt geht's weiter. Okay, so ein tropisches Feeling hatte ich irgendwie gar nicht hier, als ich Gongaga gesehen habe, damals im Original. No, da müssen wir lang, da ist auch ein Funkton, sehe ich gerade. Aber lass mal hier den Dschungel erkunden. Ich kann den Buggy da rufen, habe ich gesehen. Also ein Gegner, seid ihr neu? Seid ihr neu? Ihr seid neu, ne? Guck mal her. Mir an Mikri. Nicht übertreiben. Ist das alles? Mein Gott. Ich glaube euch alle an. Alter, warum war ein Reds Limit so schnell? Oh. Grün. Grüner Chocobo? Gibt es ja grüne Schokobos? Ja. Aber das heißt, ich kann einen grünen Schokobo im Schokobo-Rennen benutzen, ne? Komm her, komm her, komm her. So. Ich habe da was vom Weges gehört. Jetzt beweg dich mal dahin. Irgendjemand. Ja, was soll's. Ja, der Vegas hat mir irgendwie davon erzählt, Leute versuchen irgendwie tiefer hier auf dieses Schild zu platzieren und dann das Schild hochzuheben, um unter ihr Röckchen zu gucken. Ja, klingt schon, weil er nicht. Na, klingt schon nach zu viel Arbeit. Ich bin sowieso der Meinung, man muss einfach nur irgendwie so einen Stein da hochklettern. Ne? Ich habe ja letztens auch beinahe aus Versehen, ja. Gesehen hat unter Aeris Röckchen war, ne, als ich mal hier so einen Stein runter geklettert bin und sie über mir war, ne? Ich meine, es geht bestimmt eigentlich schon noch einfacher, ne? Ja, ne, klingt mir irgendwie zu nervig. Irgendwie war da oben nichts. Hm.
Da haben wir ja auch noch was. Jetzt sind wir wieder ein Dings, ne? Ne. Aber da ist ja noch was. Dann vielleicht erst bei Funktürm holen, ne? Um zu gucken, ob es sich lohnt, dahin zu gehen. Jetzt noch was. Da wäre hier ist nichts. Ich habe gerade einen ganzen Flugplatz durchstreift und nichts gefunden. Hier ist ein Shop. Würde ich sagen, dass hier gar nichts mehr ist, ne? Also hier kann ich aus irgendeinem Grund wieder schwimmen, ne? Kann ich da hoch? Okay, Gott sei Dank. So, Leute, wie geht's, wie steht's? Wo ich herkomme? Gongaga. Eine kleine Szene aus Crisis Core, die ich kenne. Weil jemand kommt aus Gongaga. Jemand, den wir kennen. Er wird definitiv gleich hier angesprochen, ne? So gleich, beim nächsten Mal, keine Ahnung. Je nachdem, wie lange das hier dauert. So, was bietet ihr hier denn so an? Na, was darf es sein? Weiß ich nicht, was hast du denn? Genau den gleichen Mist, den das Ding verkauft. So, what? Geschwächte Attacke. Den Schwören, das habe ich. Zerstörung. Oh, Tod. Ah, nee, Tod gibt es ja nicht mehr, ne? Oh, lass mal mal. Bann, das ist hier. Ich nenne halt immer Anti-Z hier wegen Final Fantasy 10. Das sorgt sozusagen dafür, dass gegnerische Buffs entfernt werden. Ne? Wenn Gegner irgendwie mal nicht gestärkte Attacke oder Barriere oder so einsetzen, dann kannst du halt mit Bann wieder auflösen. Ich nenne halt immer Anti-Z, also Anti-Zauber. So ist das in Final Fantasy 10. Ich glaube nur in Final Fantasy 10 ist halt so. Aber ich finde das irgendwie ein coolerer Name, ne? Anti-Z. Boah. Im Vergleich zu Bannen oder irgendwie so was, ne? Ah, ihr seid normale Frösche, ne? Was tun da? Spitzern. Küss mich. Ja, okay, jetzt wieder andere Gegner, ne? Nein. Du hast irgendwas gemacht. So, du hast doch irgendwie so einen Angriff, ne? Frostiges Gebrüll. Wenn ich angegriffen werde, dann setze ich Eis ein, glaube ich. Wo kommst du denn her? So, das kleine Viech gewesen hier. Meine Güte. Die Natur entwickelt sich so schnell. Sorry, es ist vollbracht. Von zwei geteilt von Clown. Okay, sorry. Ich war gerade voll in der Action, ne? Herzlichkeit des Planeten. Sind das die neuen Dinger, die ich brauche bei mir Herzlichkeit? Ich brauche immer irgendwie irgendwas vom Planeten, ne? Also jetzt hat er das höchste höherstufigste schon wieder. So, lass mal wieder heilen. Eine Menge AP verloren, ne? Sitzen. Aufstehen. Okay, cool. Dann müssen wir weiter, ne? Hier haben wir alles erkundet. Weiter geht's. Wo war denn weiter? War nicht hier schon direkt? Hier, voll da vorbeigelaufen. So. So ein tropisches. Leute. Komm ich ja wieder raus. Ganz ehrlich, so ein tropisches Feeling habe ich jetzt von Gongaga irgendwie nicht so in Erinnerung. Das ist einfach nur so ein kleiner Wald. Ne? Du läufst auf der Weltkarte rum, bist eigentlich auf dem Weg zum Cosmo Canyon.
dann ist da voll abseits so ein kleiner Wald irgendwo so in der Ecke, ne? Den kannst du dann betreten und dann betritt sie sozusagen Gongaga. Ja, da war jetzt nicht irgendwie, weil nicht, da war jetzt kein Dschungel oder irgendwie sowas, so. Ja, ja, ne, warte mal, habe ich da unten nicht gerade auch irgendwie sowas gesehen? Ja, warte mal, habe ich hier unten hatte ich da auch vorhin gerade irgendwie was gesehen, ne, wo ich hochklettern kann, ne? Hier war irgendwie was zum Hochklettern. Lass mich nochmal dahin. Nein! Muss zurück. Weil da habe ich auch irgendwie eine Liane gesehen, wo man hochklettern konnte, glaube ich. Bin noch neu in diesem Gebiet hier. Lass mich hier. Komme ich jetzt nochmal zurück? Wo ist zurück? Hier ist zurück, ne? Ja. Weil da, wo die Frösche waren, aber irgendwie so eine Liane. Aber ich habe mich da irgendwie gar nicht drum gekümmert, irgendwie aus irgendeinem Grund. Lass noch mal. Oh Gott, da muss ich ja wieder so ein kleines Minispiel machen, wo ich den Chocobo fangen muss, ne? Fällt mir gerade ein. Na gut. Oregano. So, hier war irgendwo Liliane. Da. Komm ich wahrscheinlich genau zum gleichen Ort jetzt hin, ne? Pass auf. Aber vielleicht auch nicht, ne? Genau deswegen gehen wir dahin. Wuppa. Okay. Genau am gleichen Ort, oder? Ja. Sieht genauso, sieht genau gleich aus. Ah. Kondorzeder, hey. Nee, die hatten wir schon, ne? Oder nicht? Okay. Mein erster Instinkt war so ein Brennfass irgendwie direkt anzugreifen, ne? Nicht so eine gute Idee. Hey, was ist das? Da haben sie echt voll viele Biome hier voll ausgenutzt, ne? Anstatt einfach nur irgendwie so ein Graslandgebiet hier, ne? Weil alles in Final Fantasy 7 Original war einfach nur so ein riesiges Grasland, ne? Die Weltkarte und keine Ahnung, bist dann irgendwie von einer Stadt zur anderen gelaufen, ne? Irgendwann später gab es dann mal ein paar andere Klimas. Wir jetzt halt ein bisschen den Instinkt da, ne? Den Instinkt da, distinkter, distinkt ist das nur ein englisches Wort oder distinkt? A distinct feeling, right? Oder nicht? Aber hier haben sie sich so ein bisschen Mühe gegeben, so ein bisschen mehr so Varietät reinzubringen, anstatt irgendwie zu sagen, ja, bitte? Hey, Hachi. Langweilig. Erzähl uns was über Shinra. Das ist doch bestimmt geheime Infos. Ich habe schon lange nicht mehr gehasst. Gerüchten kann ich dienen. Zum Beispiel? Momentan tratschen die Mitarbeiter vor allem über den Direktor. Zum Beispiel darüber, wer seinen schicken weißen Anzug designt hat. Tja, langweilig. Bad. So, wo bin ich jetzt hier schon wieder gelandet, ey? Auf der Erkundung sollte ich mir so ein bisschen aufsparen. So, ich soll vielleicht erstmal den Turm da aktivieren, ne? So, Chocobo. Wo? Ich habe dich gehört. Jetzt sehe ich dich. Pilzlagerraum, eine Entdeckung. Ich hab's schätze. So, wow. Boah, ich vergesse immer hier. Ich muss mal irgendwie die Stecker nochmal neu ziehen. Irgendwie. Ich weiß nicht, wo das liegt. Aber das manchmal irgendwie. Das ist ja immer nur so in diese Sekunde, ne? Ich weiß nicht wieso. Warte ja nur, bis halt irgendwie an der passenden Stelle irgendwann mal anhält, ne? Wenn sich einer Mädels bückt oder irgendwie so. Irgendeine sehr unangenehme Szene. Ah, Cloud, du hast es zu mir geschafft. Also voll die komische Freeze Frame von Sephiroth. So. So,
So, ich glaube, da mit dem Ding wird hier nichts, ne? Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Warten wir erstmal. Tu mal ein bisschen weiter machen. Kamera, beruhige dich. So, beruhige dich doch. Und hopp. So, müssen wir erstmal hier weiterkommen, ne? Will also ein bisschen Story Fortschritt haben heute, ne? Muss auch wieder ein neues Intro so machen, ne? Ich habe bis jetzt noch keine Footage dafür bekommen hier, weil noch nichts passiert ist. So, whoop. Da gehe ich lieber einen Umweg. Und ich habe schon gekämpft, ne? Und da muss ich denn überhaupt hin? Da, ich muss den ganzen Weg da unten noch hin, ne? So, wow. Warte, ich komme. Bringen, ich habe ihn verloren. Ich habe gedacht, da wäre der Vogel, aber ich glaube, da war nur Hintergrundvogel, ne? Ein bisschen unübersichtlich das Gebiet hier, ey. Ich ganz ehrlich bin, so viele Bäume. Oh Gott. Das. So was hat Shinra gar nicht. Der gute Direktor war schon immer der Meinung, dass größer einfach besser ist. Hört euch nur diesen Schoßhund und seine Geschichten über Papa Shinra an. Schoßkatze bitte. Sicher auch eine große. Alles klar. Ja, Pfeil. Ja, Kreativ ist hier ein Spitzel, er hat nicht umsonst Sif im Namen, ne? Der ist auf der dunklen Seite. Nein, nur Spaß. Oder auch nicht. Nein, immer Spaß. Oder war es das? Alles klar. So, da war wieder ein neues Gebiet. Da kann ich hin. Gehen wir erstmal da hin. Ne? Ich nehme an, das Gongaga, also das Dorf Gongaga, ne? So, einfach schwimmen, okay. Dass die Flamme von deinem Schwanz nicht ausgeht, Red. Geht voll darunter damit. Ist ja nicht so wie ein Glomanda oder so. Wenn der Schweif von einem Glomanda ausgeht, dann stirbt es, habe ich mal gehört. Bin mir ziemlich sicher, war so, ne? Irgendein Pokédex-Eintrag hat das mal gesagt, ne? Ein Pokédex-Eintrag. Oregano, ist das neu? Stimmt, ne? Sonst würde ich ja nach. Jetzt will ich hier nicht einsammeln können, ne? So, wo ist das? Oh, Chocobo. Ich dachte, ich kann da so drauf springen oder so. Materia! Ich weiß auch. Ich bin halb Chocobo. Schau dir meine Haare an. Ich dachte, ich kann da so irgendwie so drauf springen, so wie ein Genshin Impact. Einfach so hochspringen, so boing. Also, jetzt ist es bis Gongaga nicht mehr weit. Dann nichts wie hin. Noch riesigen Fuldern. Ich hoffe, du magst Pilzpfanne. Was weißt du, hat denn Tiva? Ob die hat haben. So, war auch schon mal hier. Hm? So wie Cloud anscheinend. So, wow. Kosten die ein kleines Vermögen. Aber hier wachsen sie überall. Verstehe. Was los? Wollte schon sagen, wir werden bestimmt ja gleich von irgendwie so Stammsleuten irgendwie angegriffen. Was habt ihr hier zu suchen? Wer bist du denn? Aber du. Was ist? Vergiss es.
hab dich mit jemandem verwechselt. Jetzt sagt mir, wer ihr seid. Und was ihr hier wollt. Ihr Design sieht irgendwie aus, als könnte sie aus einem anderen Spiel sein, irgendwie. Aus Fire Emblem oder so. Ist das eine sprechende Katze? Verstehe. Dann willkommen in Gongaga. Ich bin Sisney, Chefin der Jugendwehr. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber wir bewachen das Dorf. Zurück auf eure Posten. Ma'am. Von dem Hügel aus könnt ihr den Real. Ich weiß übrigens nicht, ob sie sieht aus wie Kairi aus Kingdom Hearts. So ein bisschen. Im zweiten Teil, wo sie längere Haare hat. So, falls irgendwie, weiß nicht. Ich kann mich an gar keinen NPC aus Gongaga erinnern. Irgendeinen wichtigen Charakter. Also, okay, das Spiel blockiert mich schon wieder, hier zu rennen. Jemand, da darf ich nicht lang. Erstmal. Unser Dorf ist ein ruhiger und friedlicher Ort. Und das soll auch so bleiben. Sorry. Die Natur ringsum schützt uns. Allerdings sorgt sie auch dafür, dass wir kaum Besucher bekommen. Ich weiß nicht, wann sich zuletzt jemand hierher verirrt hat. Okay. Hört ihr einfach den alten Mann um. So. Puh. Was haben wir denn hier? Weil Yuffie weiß nicht, was Kriegsopfer sind oder so. Ist das? Ist doch ein Ninja. Ist der Reaktor hier explodiert? Die Anlage war hoffnungslos veraltet. Hätte man sie nur regelmäßig gewartet, wäre dieser Unfall nie passiert. Typisch Shinra wieder. Aber sie haben auch die Gedenkstätte errichtet. Sieht denen gar nicht ähnlich, so ein Denkmal. Das Team für den Wiederaufbau hat sich ins Zeug gelegt, nicht? So ein hübscher Stein. Spricht sie aber trotzdem nicht von ihren Sünden frei. Ihr seid doch sicher müde. Bevor ihr zum Reaktor geht, solltet ihr euch ausruhen. Lieben gern! Das dort ist mein Haus. Es gibt auch ein Gästezimmer. Nutzt es ruhig. Na, das Angebot nehme ich gerne an. Ich werde mich etwas im Dorf umsehen. Eine Pause würde dir auch gut tun. Oh, BDK-Gegner. Die Gonga-Pilze hier wachsen wild. Man kann so viele sammeln, wie man will. In Midgar sind sie eine teure Spezialität, oder? Dann werde ich hier alle einsammeln. Doch. Es ist genau wie Sisney gesagt hat. Der Reaktorunfall hier wäre vermeidbar gewesen. Hätte man den Willen dazu gehabt. Wenn man es so betrachtet, ist Shinra womöglich kein Deut besser als diese Hitzköpfe von Avalanche. Hey. Was zum? Oh, Red. Pilze zu erkennen ist eine Kunst. Nimm zum Beispiel die Giftpilze, die dem Gonga-Pilz exakt gleichen. Ich und meine Nase können sie aussortieren. Aber du? Gelingt dir das auch? Erkennst du, welcher davon ein Gonga-Pilz ist? Der linke. Ich glaube, der in der Mitte war der, ne? Irgendwo noch andere, verdammt. Okay, Kitsi hatte doch gerade einen, ne? Das sind definitiv nicht die linken, ich glaube die rechten, ne? Richtig. Richtig.
Ah. Die Echten sind leicht an ihrem Geruch zu erkennen. Okay. Weil die haben mich schon zu dem mittleren platziert. Das war so ein bisschen verdächtig. Ne? So nach der Logik bin ich gegangen. Gut gemacht. Wir sind eins. Wir sind alle eins. Okay, dann können wir noch ein bisschen Gongaga, nehme ich an, ne? Blut der Königin Gegner haben wir hier. Rico, was? Hat schon wieder ja Foto-Op für uns zur Auswahl. So. Sind das jetzt hier alle Giftpilze oder was überhaupt machen? Schnellreisen zurzeit nicht möglich. Was ich denn überhaupt machen jetzt? Kunersdorf. Okay. Chatley. Und wie war die Fahrt im Buggy Cloud? Durch seine speziellen Reden. Juffi hat alles vollgekotzt. Du kannst sie also ruhig noch etwas mehr erkunden. Vielleicht sogar um schon alles gefunden. Über die Wüste für mich zu erstellen. Ich hab schon alles gefunden, Mann. Chatley. Nee, da müssen wir rein, ne? Nehme ich an. Gehen wir da erstmal weg. Ey, yo. Also der Aua. Gong. Foto. Schön, dich wiederzusehen. Ich bin ein richtiger Glückspilz. Komm, machen wir ein Foto. Was machst du da, Cloud? Ein Restaurant hat mich gebeten, ein paar Fotos für ihre neue Speisekarte zu schießen. Sie möchten nämlich gerne einige gut in Szene gesetzte Gonga-Pilze drauf haben. Aber natürlich möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, die einzigartige Landschaft hier abzulichten. Vielleicht kannst du mir ja eine gute Stelle empfehlen. Das ist also der berühmte Gonga-Pilz. Wildwachs. Oh ja. Sehe ich ihn zum. Ja, lass mich mal die Karte hier anschauen. Spoilern. Hm. Also das Gesamtgebiet hier nur Gongaga. Also nicht mehr der Cosmo Canyon und so. Der könnte nämlich der Reaktor sein, ne? Hm. Schon jetzt ein gesamtes neues Gebiet. Ich hätte irgendwie gedacht, die haben irgendwie so gleich wie mit Call gemacht hier. Die haben irgendwie zwei Gebiete irgendwie zusammengefasst und so. Was ist denn hier für Musik? Eremit und Waffenschmied. Mein Ziel ist es, die ultimative Waffe zu bauen. Boom. Angenommen. Kannst mal glauben. Noch mal so von glauben, dass ich direkt mache hier die Quest, wenn ich die finde. Was sind die anderen alle? Sagen, ich soll mit den Leuten hier reden. Ich finde niemanden. Da ist jemand drin, ne? Hier mal das Juffi, ne? Ist das erste Jahr da reingerannt. So. Das ist also der berühmte. Ich weiß es nicht. Da unten ist irgendwas. Das ist sehr weit, das ist sehr weit entfernt. Entschuldige, was? Okay, das ist ein bisschen weiter entfernt, als ich gedacht hatte. Wo sind denn ja alle Leute? Oh, jetzt wieder der Pianist. Ja, um diese Quest kümmere ich mich irgendwann mal. Wie steht es um dein Klavierspiel? ja, ich habe ja Arang geschafft, ne? Mit einigen Sachen. Ist da ein neues Notenblatt? Ja. Cinco de Chocobo. Das ist das Chocobo-Thema, glaube ich, von Final Fantasy 7, ne? Keine Ahnung, wir setzen uns irgendwann mal hin und machen diese Quest, ne? Mit dem Klavier, mit dem Pianisten. Okay.
So wie es aussieht, sind wir nächstes Mal direkt schon wieder am Erkunden, ne? Eris Besuch. Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, wie lange wir schon zusammen durchs Leben gehen. Ach, ist das denn wichtig? Ein paar Jährchen dürften es wohl sein. Oh Gott, hier wird gleich voll die Kacke am Dampfen sein. Ihr seid viel zu friedlich ja gerade. So, die sagen mir hier hallo irgendwo. Red mal mit den Leuten, mit deinen Kollegen, aber irgendwie finde ich hier keinen. Was ist das hier für ein Zeichen? Chocobo? Hallo? Na, auch Chocobo-Fan? Ja. Okay, warte mal, hier alles. Magisches Pulver. Wie magisch ist dieses Pulver? Schatzsucherkappe. Habe ich genug? Nö. Was? Also 5 hatte ich. Chocobos sind unsere Freunde. So. Warte mal, kann ich dich freischalten? Dieses ganze Gerede von neuartigen Kreaturen macht mir Spaß. Ich muss erstmal freischalten. Ja. So, dieses Minispiel machen, ne? Wahrscheinlich. Zeit für ein kleines Aufwärmtraining. Ja, aber irgendwie finde ich meine ganzen Kollegen hier nicht. Also nehme ich mal an, wir gehen mal hier und eigentlich ja, bevor ich irgendwie was verpasse oder so, ne, so Dialog oder so mit Red. Red habe ich ja auch gefunden, ne? Also müssen die anderen ja auch irgendwie sein, ne? Er ist da, Red haben wir gesehen, Kate mal gesehen, müssen dann Barrett tiefer, ah, ist tiefer. Wenn man Pilze so trocknet, geben sie später ein gutes Aroma ab. Man kann sie in Suppen oder in Eintöpfen verwenden. Oder auch in einem Pilaf. Was magst du davon am liebsten? Pilaf? Ja, einfache Suppe. Ich glaube die Suppe. Das ist am einfachsten. Eine leckere Suppe zu kochen ist schwieriger als du denkst. Ja. Weil ich war gut, war schlecht. Ich stehe immer nur, die Verbundenheit hat sich verändert, aber ob sich das erhöht war. Gesunken ist, weiß ich nicht. Seine Gerichte nach Lust und Laune mit Gonga-Pilzen würzen zu dürfen. Was für ein Luxus. Ja, ich mag keine Pilze. Viel mehr, weil nicht zu trocken. Ah, jetzt Red. Red, Kitsif, Eris, Barrett. Wo ist Barrett? Ja, mal Yuffie, Besuch abstatten, dieser da drin, nehme ich an, ne? Ey, was geht? Duffy. Die sind ihr eigenes Thema. Zugabe. Na, krieg ich eine Zugabe? Würde ich ja jetzt mindestens eine Materie dafür verlangen, aber weil du es bist, dann spitz mal die Ohren. La la la, la la la, la langweilig. Das war das bei jetzt. Eine Sekunde, Yuffie. Adlerschwinger. Wow. Eine Waffe für Yuffie. Zeig mal. So, oh, 4 Materieplätze. Mehr physischer Angriff. Fertigkeit Multiplizierung. Beim Anwenden Doppelgänger, bei anwesenden Doppelgänger Gegner. Was? Er schafft einen Doppelgänger, der eine Zeit lang genauso handelt wie das Original. Kann in der Luft eingesetzt werden. Irgendwie kein Doppelgänger da. Da. Da haben wir gerade gesehen. Ja klar, warum nicht, ne? Boah, küsse ich bei einer Ding an. Ich habe mir ja gerade erst angeschaut, ey. So.
Was haben wir denn hier? Kritische Trefferrate, kritischer Trefferschaden. Ja, also. Dann haben wir noch Barrett gesehen. Mit denen schnacken wir auch mal kurz, ne? Ja, sind sie nicht mehr. Nein. Und Barrett. Wo bist du? Ich gebe eine Runde. Wenn das alles vorbei ist, hätte ich nichts dagegen, hierher zu ziehen und auf dem Land zu leben. Habe ich mir irgendwie schon gedacht. Marlene und ich könnten zusammen die Felder bestellen. Was wir wohl anbauen würden. Bongapilze. Na, Pilze. Weil dir der Kater gesagt hat, dass das dein Glücksessen ist? Seit wann bist du denn abergläubisch? Wobei, so eine Gonga-Pilzfarm wäre bestimmt ziemlich lukrativ. Okay. Ein Lied, das ich kenne, ich weiß nicht. Boah, dann ist ja vor der Laden drin. Kann ich nur ein BDK Spiel machen? Luther Königin. Komm, einen schafft man noch. Nur noch ganz schnell, ne? Geht da ruckzuck mittlerweile, ne? Die sind dann immer so gut. Oder ich bin einfach zu gut. Hier ist auch noch ein Waffenshop, sehe ich gerade. Kann ich auch mal vorbeischauen. Was? Etwas Lust auf eine Partie? Oh, hallo. Du siehst aus, als würdest du Blut der Königin spielen. So ein Glück, was, Oscar? Wir haben jemanden gefunden. Ist das nicht wahr, ich den Schokobo, für den ich die Klamotten gerade geholt habe? Schokobo im Dienst der Bürgerwehr. Er ist ein riesiger Fan von Blut der Königin und wird ganz mürrisch, wenn er nicht einmal pro Tag spielt. Wärst du vielleicht so gut, eine Partie mit ihm zu spielen? Na klar. Warum denn nicht? So, warte, habe ich noch freigeschaltet? Eigentlich. So, ich habe einen Kaktor sofort ausgezeichnet. Na, Starthand. Ah, die Kaktoreröffnung. So. So. Da kannst du mal so weit von bleiben lassen. So, oh, da ist der Führer. Ja, da kommt wieder nur Gleichstand. Du hast auch ein Chocobo. Was? So. Ja, machen wir so, dann haben wir die obere Reihe schon mal. Ja, damit habe ich gerechnet. So, wenn diese Karte zerstört die gegnerische Karten von diesem vertroffenen Effekt. Da sind keine Karten zum Zerstören, leider. So, mal so, weil da oben gewinne ich auf jeden Fall. So, und das hier können wir auch schaffen. Ich darf nicht so machen. Wohl eigentlich doch. Aber ist eigentlich nicht so eine gute Position ja gerade. Kann da gar keinen platzieren gleich. Oh Mann, eine Sekunde. Wow, ich kann ja gar nichts machen gerade. Okay, nicht so eine gute Position gerade. Komm schon. Oh mein Gott.
Nein. Ah, jetzt hat er mich. Ah. Was nimmt er mir das Ding da weg, ne? Oder auch nicht. Was? So, nein. Gott. Ich glaube, ich habe aber trotzdem gewonnen noch, ne? Da oben wird er Nebenleben stärker. Ja. Ausgezeichnet. Oh, das war ein bisschen knapp. Hey, wo kommt ihr? Ach, wegen dem Mogri. Boah. Warum wird mir hat er nicht angezeigt? Boah. Nicht, dass ich noch was ändern konnte, ne? Ach. Ja, irgendwie habe ich mich da auch ein bisschen verbaut, habe ich so ein Gefühl. Okay, ich glaube, ich muss so anfangen. Okay, was soll man noch mal? So, da muss ich jetzt gewinnen. Ach, da steht auch +3. So, soll ich so machen? Ja, ne? So, da kommst du nicht durch. Gut. Diesmal schafft man das, ne? Obwohl, nein, nicht da. Oh, Gott sei Dank. Ja, will ich denen da 3 Punkte geben, aber. Na gut, dann kriegst du eben da 3 Punkte. Solange ich da oben das einkassiere, ist okay. So, jetzt haben wir dich. Da, boom. Okay, alles okay. Ja. Noch am Stein. Boom. Jetzt können wir mal. Und er hat seine eigene Karte kaputt gemacht. Oder seinen 3. Johnny. Ich hab's vergessen. Lass uns hier die Punkte holen. Okay, los Johnny. Obwohl so Overkill muss ich eigentlich nicht gewinnen, ne? Egal, Johnny. Obwohl, naja, macht er mir noch zunichte, deswegen lassen wir mal. So, Servierer. Boom. Na gut. Johnny, deine Zeit wird kommen. So gut. Sieg. Eine neue Karte. Griffon. Boom. Cool. Interessiert mich nicht. Oh, alle Achtung. Ich habe noch nie gesehen, dass Oscar. Echt nicht? Er muss sich wohl auch erstmal daran gewöhnen. Jedenfalls danke für die Partie. Wenn Oscar seine tägliche Dosis BDK nicht bekommt, ist er zum Dienst nämlich nicht zu gebrauchen. Weißt du, das nennt man abhängig sein. Im Fernsehen antreten. Und zwar gegen einen Hund, der auch BDK spielt. Hey, den habe ich besiegt. Super Chance für uns, das Image von Gongaga aufzupolieren. Ja, wird sicher grandios. Habe ich nicht gegen den Hund auch schon gespielt? Ach. Was ist denn das für ein Spiel, wenn halt jeder spielen kann? So, ein BDK-Typ ist noch hier.
Aber den machen wir nächstes Mal. Nee. Gut, dann würde ich sagen, wir machen für heute Feierabend. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Erkundung von Gongaga. Wir schauen mal an, wo Eris da hingerannt ist, ne? Wen oder was die da besucht hat, ne? Warte, meinen Shop wollte ich noch kurz abchecken. Ich nehme jetzt nicht an, da sind irgendwelche Waffen, die ich noch nicht habe, ne? Ja, gucken wir mal. Banditenreif. Ja, ich scheine bis jetzt, ich nehme an, hier kommen nur die Waffen, die ich irgendwie auch gefunden hätte, ne? Hier sollte ich mal irgendwann hin rein investieren, habe ich so ein Gefühl. Hab doch echt geträumt, es wäre Kundschaft hier gewesen. Na oh gut, dann würde ich sagen. Ehrlich. Gut. Ja, die Erkundung geht weiter beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann, ne? Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.